Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, für mich heute letzten Folge, definitiv. Ist schon 2:47 Uhr, also morgens. Von ATS. Der wird heute Pass 3. Nice. So, schon wieder Portland. Okay, here we go. Hä? Wieso habe ich hier wieder Grafikfehler? Da unten sind so wieder so Striche drinne. Ach nee, das ist so eine versteckte Route. Dachte gerade schon, ich habe jetzt wieder Grafikfehler, ey. Stimmt, das war das Ding, wo wir letztens fahren. Lol, wie geil ist das denn bitte? Würde ich ja direkt gerne fahren, ne? Aber das würde uns zu weit wegschicken von unserer eigentlichen Route. Ja, geil wäre es trotzdem. Ich meine, wir brauchen 4 Stunden und wir haben 10 Stunden. Weißt du was? Leck mich. Machen wir. So, dann muss ich hier Tropfen werfen. Navi gibt direkt auf. Einfach so, nope. Hallo? Digga, wie lange braucht ja. Ich meine, man hat gerade gehört, der hat vielleicht die Motorbremse verwendet und nicht die eigentliche Bremse. Ich glaube, ich sollte wirklich langsam die automatische Motorbremse deaktivieren. By the way, Musik. So, das Geile ist, bei der Abkürzung, die wir jetzt gerade fahren, brauchen wir für die gesamte Strecke noch 0 Minuten. Das ist schon echt eine krasse Abkürzung.
Alles völlig normal. So, da unten ist wieder gleich diese komischen hässlichen Dinger, wo man theoretisch aufpassen muss. Diese komischen weißen Steine. Ja, gut geschafft. Sehr geil. Da genau diese weißen Dinger. Ganz vergessen, dass da eine Kurve kam. Warum Aufliegerschein? Da war doch gar nichts. Hä? Was für ein Auflieger? So, wo schickt man der jetzt eigentlich lang? Ah, genau, okay. Ja gut, ist auch die einzige Route, die irgendwie Sinn macht. So, wie viel Zeit haben wir noch? 7 Stunden. Easy.
right, and then exit right. Exit right. Turn left. Alter, hier geht's aber auch bergauf, ey. Guck mal, was ist nach vorne los? Kann er nicht wieder auf dem Punchstreifen rauffahren, Alter? Der ist ja mit auf der Spur. Nee, nee. Oder willst du auch aufrollen? Der kann sowieso den ganzen Berg runterrollen, der braucht ja keinen Motor mehr.
hält es so falsch rum? Hey, los, aufstehen! Oh. Ja. Ach da. LKW nach Fenster. Wo ist das überhaupt? Hoffentlich wird mich das jetzt zeitmäßig nicht komplett auf der Bahn. Wenn ich müssen wir doch laden. Ach nee, da muss ich gerade hin. Ah cool, dann wird das ja die Strecke. Der soll ab. Hei. Oh, Flieger, Alter. Danach muss ich erstmal meine Versicherung wechseln. Könnt ihr nicht meine Ware auch vielleicht mit reparieren? Da müssen bestimmt auch nur ein paar Muttern angezogen werden wieder. Hä, wieso denn? Achso, weil ich gerade auf der gegenüberliegenden Spur war. Ach. Wo denn left? Das lefte left oder was? My orientation has left me. Oh, fahr doch mal. Holy moly. Wobei, jetzt wollte ich auch nicht mehr rasen. Die 6 Meilen schaffen wir locker. Einfach mal. Ach da. Voll coole Mauer hier. Voll gelohnt. Ich glaube, das Einzige, was wir bei der Mission noch als Lohn bekommen, ist ein Arschtritt. Toller Vibe. Digga. Das brauche ich aber kaum. Mädchen. Dann würde man sagen. Machen wir an der Stelle. Ja, nee, genau, mehr muss ich nicht.
Ja. Gut, dann soll es das mit der Folge und damit so für mich mit ATS erstmal wieder gewesen sein. Schon nach 3 Uhr morgens. Danke dafür, Angela Merkel. Ja, und dann sehen wir uns dann zu dem nächsten, wahrscheinlich wieder mein Test, wieder. Bis dann.